dem Herrn ein neues Lied, Nummer 409, die erste, zweite und vierte Strophe. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und herzlich begrüße ich Sie und euch zu unserer Internetmesse hier aus der Kirche St. Josef und Medardus in Lüdenscheid. Gut, dass Sie eingeschaltet haben. So sind Sie mit uns verbunden. Und um das Einschalten geht es auch bei unserer Verbindung zu Gott. Da müssen wir auch einschalten, vielleicht auf einen Link gehen. Ein Gottesdienst ist so ein Link. Das Kreuzzeichen ist so ein Link, mit dem wir uns einschalten können oder den Weg finden, den Zugang zu Gott finden. Gott möchte mit uns in Verbindung sein. Er möchte, dass wir ihn spüren. Herr, erbarme dich. Er möchte, dass wir auf ihn hören. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Er möchte, dass wir ihm folgen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und wir singen zum Gloria 172. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen
und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus für alle, große und kleine, zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, da ist ein Mann, der wollte nicht, was er sollte. Der flieht vor seinem Auftrag und kommt doch an am Ziel und versteht bis zum Schluss nicht richtig, was er da soll. Nur zwei Seiten sind es in der Bibel, mehr braucht die Geschichte von Jona nicht, von der ja in der Lesung gerade die Rede war. Es ist ein Märchen, das haben die Leute auch damals gewusst. Walfische sind schließlich keine Unterseeboote. Wahrscheinlich haben die Leute damals auch gleich gespürt, dass ihnen da sozusagen ein Spiegel vorgehalten wurde in diesem Jona. Denn das war unter ihnen damals im alten Judentum eine sehr umstrittene Frage. Ist Gott nur für uns da, für sein auserwähltes Volk? Oder schlägt sein Herz auch für die anderen, die man Heiden nannte, die nicht oder nicht richtig an ihn glauben oder hinter anderen Göttern herlaufen? Ist er ein Gott für die Welt oder eher ein Gott nur für uns? Das fragen sich Christen auch heute. Sollen wir aussteigen aus der verkommenen Welt? Reicht nicht die kleine Herde derer, die in Treue glauben? Ist nicht der Rückzug angesagt vor der Welt, die immer böser und unbegreiflicher wird? So ähnlich fragt jedenfalls Jona. Böse Welt, das war damals zum Beispiel Ninive. Eine Großstadt am Tigris im heutigen Irak. Als riesengroß galt sie wohl und ebenso als gefährlich. Auf Kriegsfuß mit Israel. Feinde werden dann ja gerne verteufelt. Man traute Ninive wirklich jede Schlechtigkeit zu. Da half eigentlich nur ein göttliches Strafgericht. Am besten völlige Auslöschung. Wer ist nun Jona? Ein harmloser, selbstzufriedener jüdischer Bürger, der in diese Geschichte um Ninive hereingezogen wird. Er gehört ganz offensichtlich zur Gott-nur-für-uns-Partei. Er wünscht die Vernichtung der bösen Welt, aber dass er sie ankündigen soll, mitten in Ninive, findet er dann gar nicht so toll. Den Auftrag Gottes, den er in sich spürt, geh nach Ninive, den wäre er wirklich gerne los. Wer kündigt schon gerne Unglück und Unheil an? Er will nicht, was er soll. Das kennen wir auch. Warum gerade ich? Kann das nicht ein anderer machen? Und so flieht Jona, läuft davon, denkt, die Leute in Ninive können mich mal, die steinigen mich oder bewerfen mich mit faulen Eiern. Ninive liegt im Osten von Israel und Jona flieht nach Westen, nach Tarschisch. Die Experten meinen, damit ist Gibraltar gemeint, die westlichste Stelle am Mittelmeer. Westlicher geht's gar nicht. Also quer durch das ganze Mittelmeer hindurch, übers Wasser, vor dem die wasserscheuen Juden erst recht Angst hatten, das Meer so abgründig und sturmbedroht. In der Tat kommt ein Sturm auf und mit ihm die Schuldfrage, die war damals üblich, wer ist schuld am Sturm? Wen kann man dafür namhaft machen? Natürlich der vor Gott fliehende Jona. Und so fliegt unser Hebräer als Sündenbock, als Opfer der Beschwichtigung der Götter einfach über Bord. Hier könnte die Geschichte enden. Aber der schon erwähnte Walfisch schwimmt gerade vorbei, der in sich ja viel Platz und Raum hat, und nimmt den Jona gastlich auf. So kann Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Er lässt nicht locker. Ninive bleibt das Ziel. Und Jona verweilt 3 Tage im Fischbauch.
im Dunkeln, in diesem Bereich des Todes. Vom Zeichen des Jona wird Jesus später sprechen, 3 Tage im Dunkel des Todes und dann die Auferstehung. Auf unserem Friedhof achte ich gerne auf einen Grabstein, der dies darstellt. Der Grabstein, ein Walfisch und Jona, Jesus, wird ausgespuckt aus dem Tod ins Leben, ins Helle, ins Weite. Aber Jona mag die Weite nicht, dafür ist er zu engstirnig. Der Walfisch spuckt Jona aus, genau vor Ninive, also eine 2. Chance für Jona, und jetzt kann er nicht mehr anders. Er rafft sich sehr lustlos auf, geht eine Tagesreise in die große Stadt hinein und predigt noch 40 Tage und Ninive ist nicht mehr. Er hat unglaublichen Erfolg. Die Stadt geht in sich mit Fasten, mit Bußgewändern. Selbst die Tiere machen da mit. Wir sind ja in einem Märchen. Und Gott, er sieht, wie die Stadt umkehrt, in sich geht, Buße tut und ist gerührt. Sehr menschlich heißt es von diesem Gott, ihn gereute das Unheil, das er angedroht hatte und führte es nicht aus. Also Bekehrung im Volk, eine Art Umkehr bei Gott selber. Nur Jona bleibt der Alte, bleibt völlig unberührt davon. Zornig ist er, richtig sauer. Dafür die ganze Aufregung, klammheimlich hat er es wohl geahnt, aus dem großen Schauspiel der Vernichtung wird nichts. Gott ist zu gut. Seine Barmherzigkeit mit diesem Moloch Ninive völlig unangebracht. Ninive hat die Rettung nicht verdient. Unsympathisch, dieser Jona. Unverbesserlich bis zum Schluss. Ein Fundamentalist seiner Zeit und ganz anders als sein Gott, der sich korrigiert, der nicht nur sein Gott, sondern der Gott aller sein will. So kann man durch diese Geschichte, durch dieses Nachdenken, durch dieses Märchen ins Nachdenken kommen. Zum Beispiel über den Auftrag, der vielleicht auch in unserem Leben drin steckt. Über die Fluchten und die Ausflüchte und das Davonlaufen. Über Selbstgerechtigkeit, in der der Jona ein Meister ist. Und über Vorurteile, zum Beispiel gegenüber den heutigen Heiden. Über krumme Zeilen, auf denen Gott auch in meinem Leben schon gerade geschrieben hat. Über die Walfische, die uns manchmal gegen unseren Willen zum Ziel bringen, wie Rettungsboote. Über die Möglichkeit, dass das ganz unbeweglich Scheinende sich doch bewegt, dass Berge versetzt werden und eine böse Stadt in sich geht und sich bekehrt. Über die Möglichkeit, dass sogar ich selber umkehren kann, wie Jesus im Evangelium sagt, aber vor allem über Gott, der unsere Gedanken, gerade unsere engen Vorstellungen, sprengt und übersteigt, der nicht nur mein Gott, sondern unser Gott ist, der dem jüdischen Volk immer mehr aufgeht als ein barmherziger Gott, Gott für die ganze Welt, für alle Menschen, auch für Ninive. So kann man ins Nachdenken kommen, auch über uns Christen, wenn wir wie Jona fühlen, wenn wir uns verschließen, wenn wir Gott sozusagen aus der Welt herausziehen und nur für uns selber pachten, Gott gehört uns. Aber besser noch reihen wir uns bei den Menschenfischern ein, die andere zu diesem Gott bringen, Menschenfischer,
die den Kreis nicht zu klein ziehen, die nicht nur im sicheren Hafen fischen, sondern sich aufs offene Meer hinauswagen, weil das Vertrauen in Gott sie treibt, weil sie nicht in Weltuntergangsstimmung machen, weil sie in allem Unheil an das Heil glauben, das Angebot des Heils für alle Menschen, auch für Ninive. Wir singen zum Glaubensbekenntnis Nummer 759. Aus der Tiefe rufen wir wie Jona zu dir, Herr, höre meine Stimme. Als Christen sollen wir Menschenfischer sein und andere zu Gott bringen. Hilf deiner Kirche, dieser Berufung treu zu bleiben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir rufen zu Gott in der Gebetswoche um die Einheit der Christen, dass die Spaltung überwunden wird und dass wir Christen anderer Konfessionen lieben und schätzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für Papst Franziskus, der jetzt genauso lange Papst ist, wie Benedikt der 16. es war. Wir bitten für ihn, dass er die Kirche gut leitet. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für den neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Gib ihm und seiner Mann und Frauschaft Weisheit und Kraft für die Ausübung ihrer Ämter. Wir bitten dich, erhöre uns. Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Wir beten für die Opfer des Nationalsozialismus und dass ihre Lebensgeschichten nicht in Vergessenheit geraten. Wir beten für alle, die an Corona erkrankt sind und dass es gelingt, die Pandemie einzudämmen. Wir gedenken unserer Verstorbenen und bitten für sie um Auferstehung und ewiges Leben bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, oft laufen wir weg wie Jonas und folgen nicht deinem Ruf. Ruf uns immer neu und zeig uns den Weg durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nummer 457 zur Gabenbereitung. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, nimm unsere Gaben an und heilige sie, damit sie zum Sakrament der Erlösung werden, das uns Heil und Segen bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag der Auferstehung. Durch ihn, Christus, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, dass wir uns vor dir versammeln dürfen, um dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Nikolaus Groß und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Zur Danksagung singen wir Nummer 489. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ja, am nächsten Sonntag in der Internetmesse werden wir die Lichtmesskerzen segnen. Die sind dann vor dem Altar aufgestellt. Am 2. Februar ist ja Lichtmess und in der Woche vom 1. bis zu dem, vom Montag bis Samstag können Sie in den Kirchen die Lichtmesskerzen holen. Und es gibt in dieser Woche das ewiges Gebet in unserer Pfarrei. Da laden wir ein, eben zum stillen Gebet in den Kirchen. Gebetsimpulse für das Gebet liegen dann aus und sind von Johannes Broxtermann vorbereitet. Herzlichen Dank an die Schola, die heute den Gesang mitgetragen hat. Also da ist jetzt nicht Gemeinde hier gewesen, sondern schön verteilt oben die Schola, die gesungen hat. Wir bitten um Gottes Segen, dass er uns behüte in dieser schweren Zeit, in der Sorge um die Pandemie, dass er uns zusammenhält in der Gemeinschaft der Kirche, dass er unser Herz öffnet, damit wir mit ihm in Verbindung bleiben, auch in unserem alltäglichen Leben. Der Herr sei mit euch. Und mit es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.